Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge City Skylines 2. Wir sind wieder zurück am Start. In unserem wunderbaren, ich wollte gerade sagen Kleinstadt, aber so klein ist die gar nicht mehr. Genau, wir sind wieder zurück am Start und ich habe mich mal ein bisschen informiert über die mittlere Dichte und sowas. Da habt ihr auch nochmal fleißig Kommentare geschrieben, da auch vielen lieben Dank für. Auch ich habe mich nochmal ein bisschen schlau gemacht, warum denn hier die mittlere Dichte und auch die sehr hohe Dichte kaum zur Verfügung steht. Und ich hoffe, ich habe da jetzt was gefunden. Thema Bildung wurde sehr oft in den Videos, die ich gesehen hatte, angesprochen, ne, dass ne, mehr Bildung halt gebraucht ist. Darum haben wir uns halt auch in den letzten Folgen gekümmert. Wir machen mal Endpausieren hier. Wir haben Universitäten gebaut, wir haben Sekundarschulen überall verteilt, wo noch halt ein bisschen vielleicht was gefehlt hat, um halt noch junge Menschen halt dazu zu holen, um halt auch den Bildungsstandard zu erhöhen. Aber was wir auch machen können, und das habe ich gesehen, ist hier mit den Steuern ein bisschen rumspielen. Wurde auch in die Kommentare geschrieben, da auch vielen lieben Dank für. Und wir gehen mal rein. Wir haben ja gerade sehr, sehr niedrige Steuern für alles. Aber jetzt machen wir mal für sehr gut Ausgebildete die Steuern ein bisschen höher. Wir gehen dann mal auf, I don't know, 6%. Gehen wir hier auch auf 6%. Und eventuell könnte das sogar schon helfen, hier unten die Nachfrage zu erhöhen. Müssen wir jetzt mal schauen über das Video hinweg, über die Folgen, ob sich da was tut. Ansonsten werden wir die Steuern noch ein bisschen mehr erhöhen. Müssen wir mal schauen. Generell ein bisschen mehr Geld könnte jetzt auch nicht schaden. Haben jetzt in den letzten Folgen relativ hohe Ausgaben gehabt. Und da wäre es auch nicht verkehrt, generell wieder ein bisschen mehr Geld ranzuholen. So. Letzte Folge haben wir dieses Wohngebiet gebaut. Und da ziehen auch schon fleißig Leute ein. I like. Müssen wir halt gucken, wie wir das jetzt hier zu Ende führen. Also, ne, außerhalb machen wir sowieso immer kleine Häuser. Hier wollen wir eine richtige Innenstadt haben mit größeren Gebäuden einfach. Wir könnten überlegen, mit der Stadt hier so lang zu gehen. So, oder noch an der Autobahn lang und dann hier so abzuschließen vielleicht. Warum nicht? Kriegen wir noch mal ein paar Häuser dazu, theoretisch. Das Ding ist, hier haben wir natürlich jetzt relativ viele Wohnhäuser und kaum Gewerbe und sowas. Wobei natürlich die Gewerbenachfrage hoch ist, aber wir haben halt das Problem, dass wir die Arbeitskräfte wahrscheinlich gar nicht decken könnten, wenn wir jetzt hier Gewerbe bauen, oder? Lass mal hier reinschauen. Wobei. Die Dinger sind zum Beispiel voll. Okay. Können wir etwa wieder Gewerbe bauen? Erzähl mir nicht. Sind voll. Hier sind nochmal ein paar Gewerbegebäude. Da schauen wir auch nochmal rein. Sieht gut aus. Das sieht ja, sehr gut aus. Das freut mich. Ich würde sagen, dann wird es mal Zeit, dass wir mal wieder Gewerbegebäude bauen. Machen wir aber auch mal mit hoher Dichte. Dann können wir wenigstens hier schon mal ein bisschen anfangen, in der Innenstadt hier ein bisschen was zu bauen. Zum Beispiel Gewerbegebäude. Hier haben wir eine große Hauptstraße. Wir sagen vielleicht mal das auswählen. Machen wir mal 4, 5 von der Größe her. Die Hälfte sein. Na, nicht ganz, warte. 6 war das, genau. So. Den werden wir mal komplett lang hier. Fangen wir damit erstmal an. Und dann schauen wir mal. Aber es ist schön, dass hier mal endlich wieder ein paar Gebäude entstehen. Ne? Hier haben wir gesagt, das ist das Regierungsviertel. Und da hätten wir natürlich gerne auch noch mal ein paar Hochhäuser hier und da. Mal schauen, ob das dann jetzt den Trick gebracht hat mit den Steuern. Generell das mit der Bildung, ne, dass sie auch dafür sehr wichtig ist. Haben wir, wie gesagt, uns schon vor ein paar Folgen drum gekümmert. Wird aber wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis sich das widerspiegelt. Bis die Leute sich gebildet haben und alles. Das geht natürlich jetzt nicht von jetzt auf gleich. Das dauert ein bisschen länger. Lass mal hier reinschauen. 14 Millionen Monatsbilanz. Ja, schmeckt, würde ich sagen. Man da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr hochgehen sollte. Frage, ne? Wir gehen mal hier auf 3 vielleicht. Hier würde ich sogar vielleicht auf 8 gehen und hier würde ich vielleicht mal auf 10 gehen. Ne, wir testen jetzt hier mal ein bisschen rum. Das ist 38 Millionen pro Monat. Ach du Scheiße, da haben wir jetzt gerade vielleicht ein bisschen sehr dran rumgeruckelt. Ich bin gespannt. Vielleicht müssen wir erstmal ins Extreme gehen, sage ich mal. Von den Steuern her. Wobei natürlich die Steuern waren am Anfang des Spiels natürlich auch generell etwas höher. Die haben wir um einiges gesenkt, weil sich die Leute beschwert haben. Aber da die Beschwerde immer noch da ist und auch irgendwie nicht weggeht und den Leuten schenken wir jetzt ja nichts, machen wir das jetzt mal wieder dann so. Ändern wir das wieder ab. So, hier oben habe ich gerade schon gesagt, wir machen hier oben an der Autobahn weiter. Ja, hier so. Da würde ich jetzt sagen, machen wir vielleicht hier so einen krassen Cut. Schauen, wie das aussieht. Einfach so.
Oder? Ja, nee. So, nee. Machen wir nochmal weg. Sieht dann schon jetzt ein bisschen sehr rund aus. Vielleicht machen wir hier nochmal einen kleinen Schlenker. Weil es nicht allzu glatt aussieht. Sieht vielleicht dann auch nicht so ganz realistisch aus. Das ist eine sehr runde Form. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, bin ich ganz ehrlich. Lass mal nochmal hier schauen. Geh mal bitte einmal hier hoch, sonst einmal mal komplett geradeaus. Mal hier miteinander verbinden. So. Das hier nochmal wegmachen. Ja, das sieht doch schon eher aus nach etwas, muss ich sagen. Nicht zu rund, aber auch nicht zu eckig. Ich würde sagen, das ist eine schöne Form, die können wir so nehmen. Und müssen wir dann nochmal angleichen, aber das ist gar kein Problem, das machen wir noch. Wie machen wir dann aber hier oben weiter? Sagen wir, können auf jeden Fall einmal hier so eine Kurve rumführen lassen. Zack. Ja, finde ich gut. Und jetzt ein paar Querstraßen. Etwas breitere Straße wäre vielleicht ausnahmsweise auch nicht verkehrt, oder? Wo machen wir die? Ja? Nee. Gute Frage. Ich habe eine Idee, warte mal. Machen wir mal hier noch eine vielleicht? Da parkt gerade eh keiner, ne? Also ist egal, wenn wir das kurz verschieben. Ärgert sich keiner drüber. Oh. Machen wir da eine jetzt hin. Komm mal her. Setzen wir dich hier wieder hin. Zack. Und dann können wir hier wieder zack ins Bautool rein. Und dann gehen wir jetzt das einmal komplett durch. Was gerade haben wir. Wunderbar. Aber hier schon erste Querstraße. So. So hoch. Frage ist, wie machen wir das gleich? Was für eine Form machen wir hier gleich? Gute Frage, nächste Frage. Vielleicht nehme ich nochmal so ein paar Querstraßen, die so schräg sind. Zack. Finde ich nicht schlecht. Ja. Gekauft. Vielleicht hier nochmal so eine Straße, maybe? Ja. Und hier würde ich dann sagen, ihr wisst, was kommt, so ein kleiner Park. So eine kleine, ich sag nicht was. Ich meine natürlich, ist nicht so eine Art kleiner Park halt einfach. Wo die Leute halt ein bisschen spazieren gehen können. War ich gerade irgendwie völlig brain off. Keine Ahnung, was da los war. So. Hier komplett rüber, würde ich sagen. Und dann vielleicht nochmal in diese Ecke, oder? So, und dann mal hier verbinden, bitte. Zack. Na, ist doch eine schöne Form, würde ich so machen. Und nebenbei schiele ich immer mal wieder runter hier. Aber die Nachfrage, ja, bisher immer noch kritisch. Ja, moin, warte mal. Warte mal. Was ist denn das hier? Da habe ich noch nie drauf geklickt. Touristen, die das ja ungefähr auf der Kommunitätsrate. Resozialisierungs. Bitte wie, was, wer? Häftlinge durchlaufen und Bildungsprogramme, ehe sie aus dem Fenster lassen. Dies hilft ihnen dabei, besser in die Gesellschaft zu integrieren. Finde ich gut. Hochgeschwindigkeit. Wir finden alle Geschwindigkeitsbeschränkungen für Schnellstraßen. Der Verkehr schließt schneller, die Lärmbelastung nimmt jedoch zu.
Und Verkehrsunfälle sind für etwas wahrscheinlicher. Ja, so schlimm ist das mit dem Stau auch noch nicht. Ist alle Filter verringern, die dürfen. Ja, wird mehr Müll produziert. Ist erstmal egal, sag ich. Aber das hier ist interessant. Da steht hier ja, oder was? Wohnnachfrage nach mittlerer Dichte. Unbesetzte Gebäude. Minuspunkte. Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen. Zufriedenheit steuern. Das Einzige, was halt hierzu addiert wird, zu dem da oben sind halt Schüler. Und hier unten halt das Gleiche. Na, es ist die Bildung. Es ist die Bildung. Lass mal schauen, hier haben wir eine Fachhochschule und eine Grundschule. Und da haben wir hier. Sind aber auch barely besetzt, ne? Kaum Leute drin, ne? Ja, weil nämlich, also das, was ich jetzt gehört hatte, ist halt auch so, ne, Bildung lockt halt mehr auch neue, junge Menschen hier in diese Stadt. Aber das Ding war voll schon die ganze Zeit. Good to know. Aber noch einer. Die ist auch voll. Ach du Scheiße. Die hatten wir mal irgendwann dazu gebaut und dann war auch lange Zeit da immer leer. Aber die sind beide brechend voll. Okay, Houston. Now it's on. Okay, okay, okay. Calm down, guys. Gut zu wissen, wie ist das hier? Na, hier sind aber nur 49. Also Plätze sind noch da, grundsätzlich drumherum. Aber jetzt sich schon mal vielleicht so ein bisschen dafür einsetzen, dass wir zum Beispiel hier nochmal eins hinsetzen oder so. Ist, glaube ich, wert, wenn ich ehrlich. So ein bisschen vernachlässigt. Und ich habe hier wieder so eine beruhigende Stimme im Ohr. Gehen Sie mal bitte weg. Ganz entspannte Musik, bitte. Bauen wir natürlich direkt aus. Besser ist es. Und Spielplatz passt auch noch perfekt dahin. Wunderbar. Ah, komm, Kinderklinik gönnen wir auch nochmal. Ne? Sind wir da mal nicht so. Direkt beim Regierungsgebäude, weißt du, da kann man dann auch nochmal während der Schulzeit schön ins Regierungsgebäude rein, so eine Exkursion mit der Klasse. Man kennt es vielleicht von damals noch. Also ich war ja damals immer tatsächlich einmal mit meiner Schule in Berlin und dann waren wir da im Bundestag. Und für so ganz junge Menschen, ich war da noch wirklich recht jung, ist das eher uninteressant. Du bist natürlich politisch interessiert, aber als, sag mal, Jugendlicher ist das wahrscheinlich eher nicht so. Ehrlich sind. Meistens eher wenig. Da mal kurz ein bisschen abzuschweifen. Hier würde ich noch eine Grundschule hinsetzen. Auch bauen wir die aus. Meinetwegen gibt es ja auch nochmal Spielplatz. Dann eine Sekundarschule. Einmal so ein großes Gebäude, ne? Direkt neben dem Gefängnis? Naja, vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht eine Straße weiter gerne. Da eine Straße gerne weiter, aber nicht direkt neben dem Knast. Das finde ich irgendwie weird. Lass mal sonst ein bisschen hier gehen. Zack. Ja, nee, gerade hätte ich schon hier, ne? Danke. Dann gehen wir ab hier, aber wieder. Dann gehen wir mal bitte die Sekundarschule. Da können wir meinetwegen auch hier so ein kleines, einen kleinen Campus bauen oder generell so ein kleines Gebiet mit ein paar Schulen. So ein Schulzentrum heißt das genau so. So hieß das doch damals. Meine Herren, es ist ein bisschen her. Es ist ein bisschen her. Wunderbar. Dann komm mal her. Zack, machen wir so. Passt das hier rein vom Look? Ich finde eher nicht, wenn hier Hochhäuser entstehen sollen, oder? Ist dann zu nie. Bringt das großartig? Gesundheit, ja. Gesundheit ist wirklich egal. Auch keiner. So, Fachhochschule auch nicht verkehrt. Ist auch ein relativ großes Gebäude. Ist aber von der Größe genau das gleiche wie die hier. Der Breite her, das ist sehr nice. Was war das? Bessere Chancen für einen Schulabschluss sind wir jetzt mittlerweile für. Vorher war uns das so halb egal. Fußgängerstraße können wir auch mal machen. Bauen wir mal hier rein. Dann einfach, würde ich sagen. Bisschen schief geworden, glaube ich, in unsere Straße da. Oh nö. Ja, ihr wisst, mein innerer Monk ist mit sowas nicht zufrieden. Das müssen wir nochmal neu machen hier. Sorry. Da kriege ich ja die Krise sonst.
Er ist schon wieder der gleiche Schmuh. Du musst da kurz. Es tut mir leid. Endpausieren lassen wir trotzdem. Die Zeit muss ja am besten weiterlaufen. So. Probieren wir den ganzen Spaß nochmal. Ein Geldhaber setzt ja nicht. Und hier so eine Fußgängerzone. Gar nicht. Haben wir auch noch gar nicht gebaut. Darf ich mal ganz ab. Das haben wir hier keine Bibliothek, ne? Ist die Tür nicht zu, warte. Müssen wir euch einmal durchwechseln, gar kein Problem. Die Zeit nehmen wir uns. Oh, da habe ich eine Idee. Machen wir dich mal bis ganz hier unten hin, wobei nicht. Ah, geht nicht ganz. Ein bisschen höher. Hat lost. Bisschen höher, damit wir da dann später meinetwegen Häuser bauen können. Ah, als ob es geplant gewesen ist. Also, dass es jetzt perfekt so reinpasst, ist natürlich sehr erfreulich. Ja, hier fällt mir. Das hier fällt mir. Wunderbar. Fußgängerweg. Bauen wir da ein bisschen einmal durch. Zack. Das ist ganz schick. Kann man ein paar Mal häufiger vielleicht sogar auch benutzen. Und dann fehlt jetzt aber noch eins, die Universität. Größeres Gebäude. Guck mal, das können wir sogar perfekt hier ranbauen. Zack. Machen wir so ein bisschen zentraler. Bauen wir meinetwegen auch schon mal aus. Schaden. Oh, Oberle. Ah, das. Nee, warte mal. Aber direkt auf 4 Studenten drin, ne? Sorry. Du musst nochmal weg. Das war ja nicht mit böser Absicht, aber ich wusste nicht, dass das so ein Gebäude ist. Das habe ich irgendwie gerade vergessen. Dass es so ein Anhängsel hier ist. Warte mal. Abschlusschancen immer gut. Das tun wir aber dann diesmal an den Rand. Und du bist ein Park. Gesundheit ist halt. War egal eigentlich, aber komm, wir bauen uns trotzdem mal hin. Unsere Studenten liegen uns ja am Herzen. Was tust du? Ja, tun sie halt wirklich gerade. Also jetzt gerade ist es auch wichtig, dass wir sie haben. Da müssen wir early sein. Aber der Fußgänger will ich ein bisschen umdrücken. Ziehen wir einfach mal. Na, da durch. Wir können sogar auch da Häuser bauen, wenn wir wollen. Na, coole Sache. Hier. Können wir auch da Häuser einbauen? Ja, durchaus, durchaus. Lass mal dann kurz bei deinen Gewerbegebäuden schauen, wie sieht das da aus. Hat sich auf jeden Fall gefüllt, aber nicht annähernd voll. So ungefähr alles die Hälfte. Ich gehe das wahrscheinlich auch nicht von jetzt auf gleich. Naja, bauen wir erstmal hier oben bei unserem Gebiet weiter. Übrigens ist alles noch super, wunderbar. Und da haben wir uns gerade drum gekümmert. Das freut uns. Feuerwehr. Aber unten theoretisch. Ein Hubschrauberdepot ist eigentlich auch cool, ne? Was laut. Lärm ist Mittel. Weißt du, was tun wir beim Atomkraftwerk? Ist jetzt auch vielleicht nicht ganz unlogisch. Also im Atomkraftwerk einfach mal so ein Feuer. Ein Hubschrauberplatz. Klingt nicht ganz unlogisch. Zack. Cool, sehr cool. Wunderbar. Dennoch brauchen wir eine kleine Feuerwehr wenigstens. Eine große möchte ich hier nicht bauen. Was gibt. Wir haben kein Geld mehr, was? Say what? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Geldtechnisch lief es doch die ganze. Wir haben das voll gerade erhöht. Polizei brauchen wir übrigens nicht. Wir haben hier eine Hauptstation und sowas. Ganz und gar. Ja, mit Sozialamt würde ich gerne hinbauen. Hier so ein unhandlich großes Gebäude. Dahin. Da muss ich echt aufpassen. Selbst so ein Gebäude kostet gerade 110.000 und wir haben nur noch 1,6 Millionen. Das ist vergleichsweise nicht mehr viel. Also, oh shit. Jetzt mal ohne Witz. Na, okay, okay, okay. Wir kommen jetzt mal alle down. Stay calm. Dem hier der Grundschule ist das ja. Zack. Und 2 Tennisplätze, warum nicht? Lernen die sich auch schon mal zu bewegen, ne? Kann natürlich auch gesund bleiben. So. Für 100 Dollar können wir uns auch noch ein paar Briefkästen leisten. Das ist noch drin. Der Houston, jetzt haben wir natürlich so ein kleines Problem. Vielleicht nicht das Geld total erhöht? Ach, na, das sind gerade wieder weniger geworden. Aber warum? Das war doch vor. Ne, 38 Millionen. Nee.
Ich bin mal gespannt, was damit jetzt wird. Ich würde es jetzt nicht noch mehr erhöhen wollen. Das ist jetzt schon sehr hoch und wir sind gerade noch so im hellgrünen Bereich. Möchte ich jetzt nicht ausreizen. Was wir höchstens noch machen können. Vielleicht das auf 6 Stück erstellen, das auf 4. So, mehr würde ich da jetzt erstmal nicht machen. Für Müllverwaltung haben wir vor allem, dann verdienen wir auch noch Geld. Auch gut. Von den Gebühren her. Ansonsten würde ich das erstmal lassen. Wir haben lange auch nicht mehr bei der Telekommunikation geschaut. Die ist aber in der Tat gar nicht so schlecht, bis auf hier. Hier ist sie scheiße, auf gut Deutsch. Also hier ist sie wirklich nicht so gut. Hier ist alles im gelben Bereich. Das ist nicht so nice. Dann lass doch mal gucken, dass wir das am besten hier nochmal kurz ausbauen, oder? So einen großen Mast hier, aber bringt das? Das sieht nicht so aus, dass noch großartig was verändert. Oder hier. Netzwerkqualität. Unten sehr gut. Ist hier auch bei uns auch oben sehr, sehr, sehr gut. Und ist sie oder eher so im mittleren Bereich. Ist das dann überhaupt irgendwas? Das ändert sich jetzt ja hier nicht. Also ich kann das irgendwie nicht überlagern. Also das kann ich mir halt gerade nicht leisten. Das ist gerade eine kritische Situation, ne? Wo wir ein bisschen was machen können, sagen wir hier oben. Da würde ich auch dann so ein großes Netz einmal ansetzen. Ein großer Mast würde auch hier gut hinpassen, oder? Ne, hier, guck mal. Finde ich gar nicht so schlimm. 1 Million, ey, ach du Heilige. Wer hat denn Geld für so, oder er? Aber ist gut abgedeckt jetzt. Das sollte dann gleich alles, denke ich, funktionieren. Im roten Bereich. Ach du Scheiße, Netzwerkqualität absolut bescheiden. Keine Sorge, ihr bekommt gleich euer Netz. Das habe ich ein bisschen schleifen lassen, ehrlich gesagt. Habe ich aber auch nicht im Kopf gehabt, muss ich gestehen. So, können wir jetzt noch schnell auf schnelle Welle was bauen? Ich glaube nicht. Das, was wir höchstens machen können, ist nochmal gleich ein bisschen U-Bahn verlegen. Weil, wie gesagt, wir haben gerade 1 Million, ne? Cannot forget that. Eine kritische Situation gerade, in der wir uns befinden. Wenn wir so Geldprobleme haben werden, hätte ich nicht gedacht. Weil eigentlich so spät im Game, so im Late Game, wo wir jetzt gerade sind, sollte es eigentlich auch nicht wirklich mehr Geldprobleme geben, finde ich. Oder glaube ich. Dann mal schauen. Die Steuern haben wir aber gerade erhöht, als gäbe es keinen Morgen mehr, ne? So ist es nicht. Mit dem Geld spüre ich irgendwie nichts, wenn ich ehrlich bin. Achso, Hochhäuser. Ja, ich muss gerade überlegen. Warte mal. Hätte ich gerne auch ehrlich gesagt welche. Das Ding ist, ich hätte gern hier und da welche, aber die kommen halt nicht. Das ist halt so kriselig. Nachfrage ist bisher noch nicht da. Wenn das wirklich hauptsächlich an der Bildung liegt, dann müssen wir wirklich warten. Das gute alte Waiting Game müssen wir spielen. Sonst werde ich das vielleicht auch mal versuchen in einer der nächsten Folgen, dass ich einfach mal dann das Spiel über Nacht laufen lasse, auf hohe Geschwindigkeit oder über einen gewissen Zeitraum, das dann einfach nicht aufnehme. Und wir schauen einfach mal, was passiert, weil jetzt, es wird jetzt nicht passieren, jetzt nicht auf Aufnahme oder so, wenn ich das Spiel einfach laufen lasse, das wird ja die Stadt hier nicht untergehen plötzlich. Also, hoffe ich doch mal. Das andere wäre jetzt dann wirklich. Was ist das da? Kein Brennstoff mehr. Ja, mehr gelang, es wird Zeit, ja, aber es könnte allerdings ein wenig dauern, bis wieder ein Betrieb möglich ist. Aber Strom ist hier gerade sowieso nicht. Das kann jetzt ein kleines Kohlekraftwerk. Komm, mach mal weg. Welch damit? Dann haben wir auch nochmal 2 verlassene Hochhäuser. Schade. Wobei manchmal sehe ich diesen sehr hohe dichte Balken ganz kurz oben. Das reicht dann wahrscheinlich gerade so für ein Gebäude. Ja, auf jeden Fall, Bildungsoffensive ist am Start. Ich glaube, soweit können wir das schon mal sagen. Was wir aber während der Zeit vielleicht jetzt in den nächsten Folgen noch machen können, ist uns vielleicht an so ein paar kleinen Dörfern dran setzen, so drumherum um der Stadt. Wisst ihr, wie ich meine? Habe ich ja sowieso gesagt, dass ich das eigentlich machen möchte. Also dann sowas hier zum Beispiel. Hier haben wir ja zum Beispiel auch so ein kleines Dorf gebaut, so mitten im Nirgendwo. Wobei, das hatte natürlich einen Sinn, damit hier mehr Leute arbeiten in der Ecke.
Aber, ne, dass wir so kleine Dörfer mal hier und da platzieren, wie zum Beispiel vielleicht hier oben. Natürlich auch mit einer Grundschule und so. Aber die Karte ist noch relativ groß, wir schauen mal. Aber wir haben schon gut vollgebaut, muss ich sagen. Vielleicht auch nochmal hier so ein Dorf, da ein Dorf. So ein bisschen verteilen, finde ich gar nicht so verkehrt, den Gedanken. Da kann man dann auch nochmal schauen, dass wir so ein bisschen Industrie rankriegen. Warte mal, wir schauen nochmal genau. Natürliche Ressourcen oder sowas haben wir ja noch drumherum verteilt. So ist es ja nicht. Mach mir generell das Ding mal kurz. Ja, guck mal. Hier oben haben wir noch einiges zum Abstauben. Hier haben wir theoretisch auch was neben der Autobahn. Was ist das denn? Erzvorkommen. Habe ich ein riesiger Berg. Ja, wobei ein riesiger Berg ist auch relativ. Eigentlich gar kein Berg. Könnten wir überlegen, hier so eine Industriestätte reinzubauen, ja. Ein Abseits. Und mal ein Feld ranbauen. Ja, in dem Spiel muss dann doch ab und zu mal auf einiges achten, ne? Was soll ich sagen? Zu, ne? Und nochmal zum Thema, dass wir das Spiel vielleicht mal ein bisschen laufen lassen nebenbei. Oder dass ich das mal ein bisschen laufen lasse. Das könnte unserem Kontostand auch sehr gut tun. 21 Millionen. Das ist gerade ganz schön hart am Steigen und Sinken. Ne? Wir waren gerade bei 38, jetzt ist es bei 22 Millionen. Das ist ja gerade schon ziemlich heftig am Hin- und hergehen. 19 Millionen. Das ist auch interessant. Ich weiß natürlich, jetzt haben wir hier ordentlich dran rumgedreht. Ich bin gespannt. Vielleicht ziehen auch mehr Leute jetzt aus Kleinhäusern aus. Ich weiß nicht. Wobei, na, bisher haben wir noch keine verlassenen Kleinhäuser. Na, mal schauen.